Eines Tages haben Sie an Ihre Nazi-Ideen sozusagen, haben Sie daran begonnen, nicht mehr zu glauben. Sie haben Ihre Idee geändert und ich fragte mich, wie das vorgekommen ist. Wenn Ihr Zweifel vorgekommen ist, wie haben Sie begonnen, daran nicht mehr zu glauben? Im Prinzip war es so, dass ich Ende 1991 den Filmemacher Winfried Boninger kennengelernt habe, der aus Paris kam und angefangen hat, einen Film über meine Gruppe zu machen. Und wir haben ohne Boninger, genau, ja. Und wir haben ungefähr ein Jahr zusammengearbeitet. Und in der Zeit hat er mich eigentlich permanent mit meinen Widersprüchen in der Ideologie konfrontiert. Und das war eigentlich ziemlich wichtig für mich. Da gibt es verschiedene Punkte. Ein ziemlich wichtiger Punkt für mich in der Zeit war zum Beispiel, dass wir ein Interview mit anderen Neonazis gemacht haben in Westdeutschland. Und einer von den Typen hat einen Witz über Juden erzählt in der Gaskammer. Und das Ende von dem Witz war im Prinzip so, dass der tote Körper von dem Juden zu Seife gemacht wurde. Und alle in dem Raum sagten irgendwie, das ist eine total gute Story, total lustig. Und Boninger sagte dann danach irgendwie zu mir, das ist ja echt absoluter Schwachsinn, völlig, völlig widersprüchlich. Einerseits leugnet ihr den Holocaust, andererseits würdet ihr, wenn ihr an die Macht kämpft, einen Holocaust machen. Also ihr würdet das wieder so machen, wie es war. Also so eine Punkte waren für mich ziemlich wichtig, das zu erkennen, diese Widersprüche und sich damit auseinanderzusetzen. Und ein spezieller Endpunkt für mich war im Prinzip zu sehen, wie drei türkische Menschen Ende 1992 in Flammen gestorben sind.